Heute dreht sich alles um den Vintage Oral Exciter von Waves, kurz X. Dieses Plugin gehört zur Gruppe der Harmonic Enhancer und mit ihm kannst du deinen Tracks oder auch deinen kompletten Mix mehr edlen Schein, mehr Air, mehr Luftigkeit und mehr Detail verleihen, so wie du es mit einem herkömmlichen Equalizer nicht hinbekommst. Die Originaleinheit der X wurde übrigens Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre sogar von Studio zu Studio gefahren, um damals modernen Musikproduktionen das gewisse Etwas zu verleihen. Wie die X deine Musikproduktion verbessern kann, das zeige ich dir jetzt im Projekt. Gehen wir zunächst mal die einzelnen Parameter des Plugins durch. Wir haben hier, fangen wir mal hier links an, du hast hier zunächst mal den Bypass-Mode. Das ist kein richtiger Bypass-Mode. Wenn das Plugin auf Bypass ist, durchläuft dein Signal trotzdem die Grundeinstellungen des Geräts und du wirst eine gewisse Klangveränderung feststellen, ungefähr so wie wenn du einen Kompressor in Kanalzug legst und nicht komprimierst, sondern ihn das Signal nur durchlaufen lässt, um eine bestimmte Klangfärbung zum Beispiel von einem Kompressor oder eben diesem Plugin zu erhalten. Dann hast du zwei Mix-Modes. Die setzt du ein, wenn du das Plugin als Insert verwendest. Das sind zwei verschiedene Klangfärbungen, die du hier mit Mix 1 und 2 verwenden kannst. Und zu guter Letzt haben wir noch den X-Mode. Das ist, wenn du das Plugin als Send einsetzen möchtest, also auf einen Auxiliary-Channel. Dann haben wir hier als nächstes verschiedene Metering-Optionen in Out und X. Ich denke, das ist klar. Dann hast du hier deinen Input-Regler. Hier bestimmst du das Input-Gain, also mit welchem Gain du dein Signal in das Plugin fährst. Das hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie stark der Effekt nachher gehört oder wahrgenommen wird. Und hier hast du den X-Mix-Knob. Hier bestimmst du die Intensität, also die Stärke des Oral Excitements oder dieses Schimmers oder dieses Glanzes, die dem Signal hinzugefügt wird. Und hier hast du das Output-Gain, um den Output nachzuregeln. Hier oben hast du noch Mains und Noise. Das emuliert analoge Grundgeräusche oder analoges Grundrauschen und Summen der Einheit. Ich drehe da dran aber nie rum, sondern ich lasse es immer auf den Preset-Einstellungen. Hören wir mal kurz in den Mix rein. Ich schalte mal kurz die Effekte hier ab und du hörst, sie hat schon eine sehr klare, saubere Stimme und jetzt wollen wir dieser Stimme noch ein bisschen mehr edlen Schein, noch ein bisschen mehr Glanz und Luftigkeit durch den Oral Exciter hinzufügen. Und das habe ich jetzt hier ein Preset ausgewählt mit dem schönen Namen Female Voice Touch Up und jetzt schalte ich den einfach mal zu, während sie singt. Ich denke, die Effekte sind jetzt aus und dann wirst du gleich hören, was das Plugin genau macht und wie es genau klingt. I was innocent and young, and you let it go too far. A tongue worse than a gun. Ja, also du hörst, es kommt so eine Luftigkeit, so ein edler Schimmer über ihre Vocals drüber und das klingt wirklich sehr spannend. Man muss hier aufpassen, dass man nicht zu sehr übertreibt. Ich lasse es nochmal im Mix laufen und schalte es erst aus und dann an. I was innocent and young. Ja, also es ist so eine schöne Luftigkeit und mehr Klarheit und Definition bekommt der Gesang dadurch. Also klingt wirklich edel, klingt wirklich klasse. Probieren wir es mal auf einem anderen Instrument und zwar dem Rhodes hier. Ich schalte das auch mal solo, das spielt hier. Und hören wir uns das jetzt erstmal ohne den Vintage Oral Exciter an. Jetzt mit. Nochmal ohne. Also bei diesem Rhodes hörst du auch, wie der Oral Exciter hier Luftigkeit und mehr dieses Glockenklang-ähnliche, diese Glockenklang-ähnliche Klarheit von diesem Rhodes hier wirklich noch sehr schön unterstützt. Hören wir gerade nochmal rein. Erst aus, dann an.
Ja, auch sehr interessant und macht das Signal oder macht diese Rhodes hier so nochmal so ein bisschen edler und ein bisschen luftiger. Probieren wir nochmal was anderes und setzen wir es jetzt auf die Drums ein und diesmal als Send. Ich habe es hier als Send geladen, genau als sozusagen als Parallel Drum Bass. Und jetzt habe ich den Oral Exciter hier als Stereo-Plugin geladen und dran denken, wenn du es als Send-Effekt nutzen möchtest, musst du in X-Mode gehen. Was passiert, wenn du in den X-Mode gehst, ist, dass das hier, der X-Mix-Drehregler hier inaktiv wird, weil das Signal ist dann voll aufgerissen, so ähnlich wie der Wet-Regler bei einem Hall. Auch das probieren wir jetzt mal. Ich habe hier die Drums, wir machen es erstmal solo und ich fahre das Signal einfach mal langsam dazu von diesem Oral Exciter hier. Bus 12 ist es. Mal im Mix aus und an. Ich finde auch hier funktioniert es sehr gut bei den Drums. Das ist das Preset High Presence Drum Group. Also auch hier kannst du Luftigkeit überhypen von dem Drumset. Die Hi-Hat kommt besser raus, kommt sehr glitzerig raus. Die Snare-Drum knallt mehr. Und es wird einfach, wie das Preset schon sagt, das Schlagzeug wird präsenter dadurch und schneidet mehr durch den Mix. Also auch hier ein sehr interessantes Ergebnis mit dem Vintage Oral Exciter. Zeigt ja noch das letzte Beispiel und hier habe ich den Vintage Oral Exciter auf den Master Fader eingesetzt, also auf den kompletten Mix, auch das ist möglich. Ich habe hier das Preset High End Mix gewählt und versuchen wir jetzt mal, wie der Oral Exciter hier auf sich auf den kompletten Mix auswirkt und was er ihm geben kann, um ihn zu verbessern. Ich mache es jetzt mal so, dass ich hier, damit du das auch hörst, den Input-Regler oder den X-Mix-Regler langsam hochdrehe, dass du genau hörst, was das Plugin genau macht und wie sich dieser Sound von dem Plugin dann hier mit auswirkt. Also ich drehe langsam zu. Also ich finde, hier hört man es auch sehr gut, wie der Oral Exciter hier so einem Gesamtmix weiterhelfen kann, indem er ihn einfach oben luftiger macht, in den Präsenzen und indem er ein bisschen mehr Klarheit diesem Mix gibt und mehr Luftigkeit. Es ist übrigens eine ganz gute Methode, die ich für mich rausgefunden habe, indem du, wie ich es gerade gemacht hast, den X-Mix-Regler hier langsam hochdrehst, um zu sehen, wie wirkt sich jetzt genau die Intensität hier aus, diese Klangveränderung. Oder wenn du was von diesem Oral Excitement dazu gibst, wenn du dann immer weiter hochdrehst, dann merkst du schnell, wenn du an den Punkt kommst, wo du einfach übertreibst, wo es dann zu viel des Guten ist. Und dann kannst du wieder zurückfahren, sodass du nur so ein bisschen so ein Touch-Up hast, so ein ganz klein bisschen Schimmer oder Glanz für deinen Mix. Und da funktioniert dieses Plugin wirklich sehr gut. Also ich finde es beeindruckend.
finde es richtig cool. Wenn du dich für Plugins dieser Art interessierst, dann interessiert dich vielleicht auch dieses Video. Da habe ich Greg Wells Mixcentric mir angeschaut und mal geschaut, wie du damit einen Mix verbessern kannst. Das ist so ein ähnliches Plugin, das auch mit Oral Excitement arbeitet, allerdings unter ein bisschen anderen Voraussetzungen. Also wenn es dich interessiert, schau mal rein. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar oder am besten einen neuen Abonnenten. Wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann.